5. Mai 2021, 18.30 Uhr. Warum bist du heute hier? Naja, ich habe euch mal ein Video gesehen und da wart ihr hierher gegangen und habt euch hier diese ganze Bärlauch gesammelt und das fand ich sehr interessant und dann habe ich so ein bisschen geguckt, na, wo ist denn das hier und so. Und dann denke ich, dann kannst du auch mal hierher fahren und jetzt nehme ich das wahr und ich finde das einfach sehr gut, diesen Tipp für mich. Ne? Und magst du uns mal den Bärlauch zeigen, den du geschnitten hast? Na, ich hab jetzt, ja, ich habe es jetzt so in eine Tüte gepackt. Ne? Jetzt habe ich nur gehört, das muss, ich bin ja jetzt auch nicht so der Experte drin. Man sagt ja, wenn er langsam gelb wird, aber jetzt geht es wohl noch so. Aber es scheint ja so meinen Augen so ein bisschen der Übergangszeit zu sein. Also wird langsam Schicht im Schacht. Ich glaube, es sieht so aus. Ne? Das habe ich gehört. Dass, ich habe auch mal gelesen, dass er auch so bis Mitte Mai oder sowas, wenn überhaupt, jetzt zu pflücken ist. Er wird ist, langsam ne? gelb, ne? Genau. Und isst du den alleine oder auch noch andere bei dir im Haus? Nee, ich esse den alleine jetzt. Ne? Ich mache den so einen Smoothie mit rein. Mhm. Und ich meine, der riecht ja auch so schön so nach Lauch, ja wirklich. Ne? So, und ja, riecht gesund irgendwie. Ne? Ich finde das einfach. Und wie oft, nachdem du unser Video gesehen hast, hast du hier schon Bärlauch gesammelt? Das wievielte Mal ist das heute? Ja, bei mir ist es jetzt ungefähr so das dritte, vierte Mal jetzt. Mhm. Das vierte Mal, glaube ich, jetzt, ja. Mhm, schön. Mhm. Aber man sieht, er wird schon leicht gelb. Ja, genau. Aber wir pflücken auch noch mal ein bisschen was. Ja. Dann wünsche ich dir ja, viel Freude mit deinen Bärlauch-Smoothies. Gut, euch auch gerne. Wie ist dein Rezept vom Bärlauch-Smoothie? Na, ich habe jetzt, ne, ich weiß nicht, ich mache das jetzt so, dass so eine Mischung jetzt von der Banane, hat mir mal jemand gesagt, von so einer Kiwi, so ein Apfel. Dann kommt da jetzt noch hier rote Beterwein, eine Mohrrübe und das Bärlauch. Und dann kommt da noch so, mache ich jetzt jedenfalls noch, oder hat mir jemand gesagt, so Eiweißpulver gebe ich dazu. Mhm. Und dann auch noch hier so von Nüsse, drei verschiedene Sorten von Nüssen, ungefähr mehr als eine Handvoll so ungefähr. Ne? Mhm. Ist eben gesund. Ja, schmecken gut. Ich esse es eben, weil ich gehört habe, dass auch mir jemand so meine Heilpraktikerin so empfohlen hat. Ne? Ja, schön. Ja, die wird ja die Erfahrung haben, deine Heilpraktikerin. Ich hoffe es mal, ja. Ich hoffe es mal, ja. Alles klar, vielen Dank. Okay.